Grüß euch bei Gesund und Wissen. So, nächste Thema. Borreliose. Das ist für mich auch ein gutes Thema, weil da rennen ja auch noch viele Menschen irgendwo hin und lassen sich da 2 Monate lang Antibiotikum geben und voll. Und im Endeffekt hast dann, ja, es ist nicht weg. Die sind ja immer da, aber die sind nur mehr tot im Blut drinnen oder so irgendwie. Schwimmt das herum, der Wurm, sag ich jetzt einmal so. Ja, also bei der Borreliose handelt es sich zum Beispiel um eine Infektionskrankheit, die fast immer durch einen Zeckenbiss übertragen wird. Kriegst einen roten Kreis und dann schaut es nicht gut aus, dann kannst du nicht loslaufen. So. Nur die Lauferei nachher ist halt, die kann nach 5 Jahren noch immer nicht fertig sein. Es kommt immer darauf an, zu wem du kommst, zu wem du gehst. Ja? Zum Beispiel in der Medizin wird die Borreliose als Multisystemerkrankung bezeichnet, da sie mehrere Organe gleichzeitig befallen kann. Am häufigsten davon betroffen sind die Haut, Gelenke, das Nervensystem, Augen und Herz. Ich habe da eine Bekannte kennt einmal, gell? Die hat das auch gehabt, ob sie es heute noch hat, weiß ich nicht, haben wir nicht mehr gesehen. Borreliose. Die ist zum Arzt gegangen, ja, die sind eh tot. Sie haben keine. Dann ist zum Arzt gegangen, sie haben eine. Dann ist zum Arzt gegangen, 2 Monate, 3 Monate, 4 Monate, ja, sie haben jetzt Wasser beim Herzen und so. Und da hat sich was entwickelt. Sofort weg, wir müssen ins Spital. So. Zum Spital gegangen, der Spital gesagt, na, brauchen sie nicht, wir brauchen sie da nicht, ist ja nicht so schlimm. So. Und das Video wird jetzt nicht so lang werden, weil da sind wir gleich fertig, weil es geht eigentlich um das, nicht jetzt, wie sie es bekämpfen soll, dieses, oder wie sie es wegkriegt. Da gibt es eh andere Videos noch drinnen, oder wegkriegen könntet. Es geht nur mir um das, wie stellt man das fest. Und das kannst du so schnell feststellen, der Löffel braucht länger zum Bohren, aber zum Fallen, weiß ich schon vorher, dass der Mensch Borreliose hat. Gibt sicher wieder viele, die was dagegen reden, ich habe es aber selber gesehen mit eigenen Augen. Ich habe der Mensch hat damals, der Bekannte, ein Blut abgegeben, einen Tropfen. Dann haben wir das ins Mikroskop, ins Dunkelfeldmikroskop gegeben, weil die anderen Ärzte nachher gesagt haben, damals, das kann man nicht feststellen richtig, da weiß man nicht dort, da weiß man nicht da, und wissen wir nicht, haben sie es jetzt da oder so, ist alles chronisch, tschüss. Ja, dann haben wir den Bluttropfen dort reingegeben, und dann haben wir uns das angeschaut, in einer Sekunde hast du gesehen, die Zellen, die runden im Blut drinnen, und wie der Wurm, sag ich mal so, in die Zelle sie reingearbeitet hat, so wie in einen Luftballon jetzt eine Nadel reinstichst. Und das hast du in einer Sekunde gesehen. Und es war sofort erledigt. Borreliose. Und nicht 3 Monate und 5 Monate herumschicken den Menschen und nicht wissen noch und nachher sagen, ich weiß es nicht. Wir wissen es nicht. Genau, wir können das noch nicht sagen. Wir müssen noch mehrere Tests machen. Wo steht denn heute zum Beispiel ein Dunkelfeldmikroskop? Boden. Nirgends. Da gibt es ganz einzelne Fälle nur, wo die sich mit denen beschäftigen noch. Weil das haben sie gleich mal abgeschafft. Tschüss, adios. Weil da kannst du zu viel drinnen sägen. Und nachher wird es gleich wieder schlecht geredet, das ist, stimmt alles nicht überein und so. Ich habe selber genug Sachen da drinnen gesehen. Ich weiß jetzt nicht, wie der hast und der hast und dort hast, ja? Genau, weil das nicht bin. Aber ich kann anders denken. Und wie gesagt, ich habe das drinnen gesehen. Ich habe viele andere Sachen drinnen gesehen. Ich habe gesehen, dass man den ganzen Bluttropfen drinnen sehen kann, hast du ein Handy eingesteckt. Einer geraucht vor einem Tag oder sonst irgendwas. Das hat man gesehen drinnen. Wenn du das Handy eingesteckt hast, hast du das gesehen. Wenn du da von der Wasserleitung ein Wasser getrunken hast, hat man es gesehen.
dass du von der Wasserleitung ein Wasser getrunken hast und nicht ein Quellwasser getrunken hast. Natürlich musst du wieder wissen, welches Quellwasser. Weil dort wieder kann sein, dass der belastet ist mit was anderem und hin und her. Aber Quellwasser ist besser als Leitungswasser. Punkt. Es geht nur um das, was man drinnen alles sehen kann, und Borreliose ist sofort sichtbar. Und da kann ja jeder jetzt dagegen reden, mir wurscht, ich weiß, was ich gesehen habe, mit eigenen Augen. Und das ist sofort feststellbar. Und alles andere ist Testo. Ja, das war jetzt der Beitrag für Borreliose. Wie kann man Borreliose sofort feststellen? Oder wo kann man hingehen, um das feststellen zu lassen? Ist kein irgendwas, ich tue nichts verkaufen, kein Heilversprechen, gar nichts, gell? Ihr müsst einfach zum Arzt gehen, ihr könnt es ja darauf anreden und passt da. Gelenkschmerzen, noch einmal zur Borreliose, ist eh, glaube ich, Nummer 1, fängt sie mit dem Knirgel an und dann gehst du halt wieder zum Arzt, weil du Schmierflüssigkeit brauchst oder du hast jetzt eine Entzündung dort, eine chronische oder so, gell? Und aber dann müsst ihr halt nachher schauen, nachher, wie man essen tut und bla bla bla. Aber ist wieder eine andere Geschichte. Gut, das war's. Danke bei Gesund und Wissen. Bis zum nächsten Mal. Tschüss, Freunde.